Hallo meine Beauty Bunnies und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte heute mit dir zusammen die Bewirte-Box auspacken. Du siehst, sie ist wirklich noch komplett verschlossen. Also wenn du da Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Sei gespannt, was drin ist. Ich bin es ebenfalls. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das noch machen würdest. Vielleicht erreiche ich ja dieses Jahr noch die 3000 Abonnenten. Das sind eigentlich nicht mal so viele. Mal schauen, ne? Mit deiner Unterstützung auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Sonst dauert es hier stundenlang, oder? So, ich habe das gute Stück mal aufgerissen und ich bin passend zur Box gekleidet. Was aber eigentlich nur daran liegt, weil ich mich herbstlich anziehen wollte. Denn draußen stürmt es so ein bisschen. Ich finde das ja recht romantisch und mag das. Aber Herbst ist ja nicht jedermanns Sache. Ich finde es irgendwie schön. Das erste Produkt, was ich hier sehe, ist zum einen erstmal die Box. Echt wieder fett daherkommt, stelle ich erstmal hier ab. Und unten Zeitschrift lasse ich jetzt aber hier im Karton drin und stelle den erstmal ab. Denn das erste Produkt ist ein Getränk. Ein Vitamin Well Defense Drink mit Vitamin C und D, Zink, Zitronen, Holunder, Blütengeschmack. Eine zusätzliche Unterstützung für Ihr Immunsystem. Defense enthält Vitamin C, D, B12, Zink und Folsäure, welche zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Ich kenne dieses Wässerchen schon in Rot, finde das sehr, sehr gut und mag das total gerne. Das probieren wir jetzt auch zusammen. Was letztendlich wirklich wie viel drin ist und ob das was bringt, ja, das ersetzt natürlich nicht die richtige Ernährung, das muss man sagen. Es ist vielleicht eine Unterstützung, aber ich muss natürlich trotzdem Vitamine zu mir nehmen und nicht einfach nur ein Getränk. Ja, so bin ich immer. Ne? Es unterstützt das Ganze, aber es ersetzt es nicht. Riechen tut's gut. So ein bisschen Gummibärensaft riecht's ein bisschen. Wie Gummibären. Schmeckt aber sehr gut. Das Rot hiervon, wie gesagt, kenne ich. Mag ich auch sehr gern. Ein schönes erstes Produkt, was ich auf jeden Fall trinken werde. Das ist bei mir auch nicht immer so, ne? Jetzt kommen wir allerdings wirklich zur Box. Deckelchen ab. Schleifchen öffnen und aufreißen und den Müll wegschmeißen. So sieht die Box aus. Jetzt seht ihr nur Müll. Übrigens, erst am Ende werde ich sagen, wie viel die Box diesmal wert hätte und nicht zwischendurch. Also nur als Info, bis zum Ende vielleicht dranbleiben, dann siehst du es. Das erste Produkt ist von Matte Mask. Mineral Infused Double Cleansing Mask. Deep Cleansing, Pore Refining, Restoring, Nourishing, Hydrating. Das ist nicht wirklich eine Maske, also du hast dein Gesicht schon gereinigt, habe ich gerade gelesen. Und danach trägst du das in Zirkulation auf dein Gesicht auf. Einfach wahrscheinlich, um die Poren nochmal zu befreien und den richtigen tiefen Dreck zu befreien. Das ist also hierfür gedacht. Ich mag uns die Matte Masky Firma total gerne, habe davon schon einige Produkte aus so Boxen immer mal wieder gehabt. Finde es super, bestell es mir aber meistens selber nicht nach, weil es mir zu teuer ist und ich denke, tu es auch ein anderes Produkt, aber es ist schon gut, ne? Also ich würde am liebsten immer selber dazu zurückgreifen, ist mir aber zu teuer. Jetzt habe ich ja wieder ein Ersatzprodukt, werde ich auf jeden Fall testen, ein Produkt, was ich sehr gut gebrauchen kann. Das nächste Produkt ist von Banana Beauty, eine Marke, die mich auf Instagram verfolgt und ich habe davon noch nichts. Ich boykottiere diese Marke. Wegen Instagram, weil es zu viel Werbung ist. Hier haben wir jetzt einen Eyeliner, den wir zusammen einmal auspacken. Übrigens in der Farbe Basic Bitch. Ganz normaler Eyeliner, kommt mit einer Filzstiftmine. Ja, ich denke, so einen Eyeliner kann man immer gebrauchen. Muss man jetzt schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe so meine Favorites einfach, was daran liegt, wasserfest. Ne? Ich habe einen, der hält echt super gut. Der kann kaum ersetzt werden. Ich probiere immer mal wieder andere aus. Stell aber fest, mein Liebling ist einfach mein Liebling. Trotzdem gebe ich dem natürlich hier eine Chance. Ich probiere das jetzt gleich mal, wenn das trocken ist. Wie gut sich das verreiben lässt mit Wasser und nicht. Dann sehen wir, wie wasserfest es ist. Also was ich feststelle, der braucht ziemlich lang zum Trocknen. Also ich kriege immer noch ein bisschen was vom Fingerchen ab. Wischfest ist er auf jeden Fall. Ich sag mal so, er ist schon, wenn er richtig trocken wird, schon sehr wasserfest. Das sieht man hier ja.
Das war hier noch nicht ganz trocken. Dann lässt sich das natürlich verteilen, verblenden. Das ist bei jedem Eyeliner so. Ich glaube, dass das ein guter Eyeliner ist. Werde ich ausprobieren und gebe euch notfalls hier gerne in der Infobox eine Info dazu, ob es einer meiner Favoriten geworden ist oder nicht, auch wenn ich Banana Beauty eigentlich boykottiere. Kommen wir zum nächsten Produkt hin. Es ist orange und ich mag es, weil ich es schon kenne. Es ist von Be Natural, ein Bienenwachs-Pflegebalsamstift und hier der Geschmack Mango. Ich mag die sehr, sehr gern, weil sie wirklich pflegend sind und die sind nicht so, ich sag's ehrlich, schmierig und landen überall, sondern sie sind auf den Lippen super, halten, geben lange Pflege ab. Mag ich hier sehr, sehr gern und freue mich, dass es in der Box drin ist. Cooles Produkt, muss ich sagen. Jetzt kommt etwas Kleinem. Herbaria. Ein Salatgewürz. Die wilde Hilde mit einem Esslöffel kochendem Wasser mischen, einen Esslöffel Weißwein oder Apfelessig und zwei Esslöffel Sonnenblumenöl oder Rapsöl hinzufügen soll. Werde ich ausprobieren. Ich gucke mal, was hier drin ist. Wenn da Sellerie drin ist, dann probiere ich das nicht aus. Oh, es ist Karotte drin. Ich bin schon raus. Und Sellerie. Ich habe eine Karotten- und Sellerie-Allergie. Gut. Werde ich verschenken. Der Name ist allerdings cool, ne? Mit Wilde Hilde. In Kooperation mit Brigitte. Ja, schade. Ich teste sowas eigentlich echt gern aus, aber wenn da schon Sellerie und Karotte drin ist, bin ich danach tot und muss mir eine Woche frei nehmen, leider. Also, nichts für mich, aber schönes Produkt so zum Testen in der Box. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Wir hatten in der Box so ein Haarfärbemittel, aber hier ist ein Hair Biology Thickening Scalp Soothing irgendwas. Also das macht die Haare auf jeden Fall dicker, voluminöser. Haarverdickende Intensivpflege, ja. Ich glaube, dass sich viele Frauen dazu freuen, gerade in einem gewissen Alter, wenn die Haare einfach lichter. Ich habe eine Menge Haare auf dem Kopf und brauche das nicht unbedingt. Vielleicht finde ich aber einen Abnehmer. Versteht mich nicht falsch, ich finde das Produkt super, finde auch gut, dass sowas mal in der Box drin ist, weil häufig ist es so, dass man diese Produkte eben nicht gerne kauft, um sie auszuprobieren, weil man nicht weiß, ob es funktioniert. Und wenn sowas in der Box drin ist, dann probiert man das eher aus, als wenn man es kaufen müsste, finde ich zumindest. Deswegen, das werde ich an jemanden verschenken, wo ich glaube, dass er sich zu freuen könnte. Deswegen bleibt das auch zu. Das Thema der Box ist übrigens dieses Mal in Natur pur. Ich finde, dazu passt irgendwie dann doch alles. Das kann man sich schön reden. Ich finde jetzt nicht, dass die Matte Maske Natur pur ist. Stört mich allerdings nicht. Ich finde es schön, wenn es eine gelungene Abwechslung ist in dieser Box. Nächstes Produkt ist ein Naturprodukt und zwar von Lidessa Save the Bees Natur. Natürliche Hautschutz- und Pflegecreme. Also eine natürliche Hautcreme mit Bienenwachs und Avocadoöl. Ich glaube, das kann man immer gebrauchen. Auch einfach mal in die Handtasche packen und ja. So, wir probieren das direkt aus. Das ist die Tube, so sieht die Konsistenz aus. Riecht sehr neutral. Also jetzt nicht irgendwie nach Bienenwachs, wenn ich das vorstellt. Meine Hände können das gerade sehr gut gebrauchen. Durch das viele Hände waschen in der Schule und desinfizieren, ist das echt extrem geworden. Erster Eindruck ist super. Die ganzen rauen Stellen sehen schön auf einmal aus. Riecht gut. Sehr frisch. Nicht irgendwie altbacken, weil da jetzt irgendwie Bienenwachs drin ist. Ja, sehr angenehm. Zieht auch sehr gut ein. Das wird eine tolle Creme, die in meine Handtasche wandert. Schönes Produkt. So, Dille. Was haben wir denn hier? Wieder eine Creme. Oh nein, ein Repair Conditioner. Von Jean & Len Philosophie. Repair Conditioner für trockenes, geschädigtes, brüchiges Haar. Diese Firma kommt immer ohne Gedöns daher, das sagen sie mal selber und steht auch hinten drauf. Kommen ohne Silikon und Parabene aus, ist wirklich super für die Haare. Ich hatte vorher ein Shampoo, damit war ich recht zufrieden. Es war okay, aber ich musste nach dem Shampoo immer Spülung reinpacken. Jetzt habe ich die Spülung dazu, freue mich wirklich sehr, denn bei meinen blondierten Haaren geht ohne Spülung nichts. Ich verwende sie jeden Tag, ich bin ehrlich. Jeden Tag brauche ich eine Spülung. Also deswegen habe ich Spülungverschleiß schon extrem. Ebenfalls ein sehr schönes Produkt, wofür ich mich freue. Okay. Es ist nichts für die Haut. Es ist das Boyoda Backöl Exquisite. Das Backöl besteht übrigens aus Sonnenblumenöl und Pflaumenkernöl. Und ich muss sagen, ich backe für mein Leben gern. Ich liebe es zu backen. Ich
weiß nicht, wenn andere abends so zum Sport gehen und Yoga machen, stelle ich in die Küche und backe. Zu Freuden meiner Nachbarschaft, meines Kollegiums und meines Mannes. Die stört das alle nicht, dass ich so viel backe. Das ist ganz gut bei mir, vor allem so ein Sonnenblumenöl und Pflaumenkernöl kann man immer beim Backen gebrauchen. Wenn es um Quarkölteig geht, dafür brauche ich sowas immer. Freue ich mich sehr zu. Ich glaube, viele wissen damit gar nicht, was sie machen sollen. Ich freue mich. Pflaumenkuchen mit Quarkölteig ist so lecker. Nur so als Info nebenbei. Das nächste ist ein Parfüm von Juniper Lane Perfumes Amber Mood neu. 100% natürlich Inhalt. Also die Verpackung, ne? Das muss man ja mal sagen, die ist wunderschön. Riecht übrigens nach Ember, Vanille und Sandelholz. Eigentlich ein Duft, den ich mag, denn wenn ich Raumdüfte kaufe, riechen die auch so. Wir öffnen das also und ich bin mega gespannt, wie es riecht. Oh, ein schöner Flakon. Sehr schöne Farbe. Es ist auch so eine schöne Nagellackfarbe, wie ich sie mag. Okay. Gerade riecht es noch echt nach Alkohol. Also, ich rieche auf jeden Fall Sandelholz raus. Und sehr stark Ember, Vanille gar nicht. Muss ich aber sagen, mag ich lieber, als wenn ich wie so ein Vanillebaum rumlaufe. Wie so ein Duftbäumchen. Muss ich nicht haben. Aber was bei mir auch ist, das habe ich häufig, dass Parfüms anders riechen oder andere Kopfnot auf einmal bekommen, als bei anderen Personen. Bei mir riecht es noch ein Stückchen nach Orange. Und deswegen erinnert mich das an Winterplätzchen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich komme so ein bisschen aus meiner Komfortzone damit raus bei diesem Parfüm. Vielleicht nicht das, was ich mir gekauft hätte, aber man traut sich mal was anderes. Es ist so ein Parfüm, was man denkt, auch das nehme ich jetzt mal statt mein Lieblingsparfüm, was mega teuer ist. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass ich das häufiger verwende. Warum nicht? Das nächste Produkt ist riesengroß. Wir haben hier eine Bodylotion mit wildem Rosenduft. Das lasse ich zu, denn ich bin einfach kein Bodylotion-Fan. Ich benutze sowas nicht. Freue mich allerdings, wenn es dann einen Abnehmer findet. Übrigens mit 100%igem natürlichen Ursprungs wieder. Also gar nicht so schlecht. Also die haben diesmal wirklich auf die Inhaltsstoffe geachtet in dieser Box. Finde ich mega gut. Aber für mich ist das eben nichts. Und es ist jetzt schade, wenn ich es anbreche und weiß, ich benutze es aber sowieso nicht. Also jemand, der eine Bodylotion benötigt, darf sich gerne bei mir melden. Ich brauche es ja nicht, ne? Hautanalyse. Was soll das? Inhalt, Hydrating, Serbum, pH-Test. Oh nein, da stelle ich doch nur fest, wie schlimm meine Haut ist. Also irgendwas ist hier Lustiges drin. Das packen wir mal gemeinsam aus, was auch immer das sein soll. Erstmal aufkriegen hier, ne? Jetzt, bis jetzt sehen wir nicht viel. Eine Karte. Noch eine Karte. Noch eine Karte. Das sind so... Für mich sieht das aus wie Fibonacci-Folge. Hatte ich mal im Kunststudium. Ja, und hier auf der Rückseite ist ein Päckchen mit irgendwas Lustigem drin. Und so ein Streifen. Der hier unten. Das muss ich mir in Ruhe mit euch lesen. Das jetzt hier auf die Schnelle... Wäre nicht sinnvoll, nachher erzähle ich dir irgendeinen Quatsch und dann ist es nicht so. Auf jeden Fall interessant, dass man irgendwie mal testen kann. Also es ist wirklich ein, stellt personierte Pflegepräparate her, die auf deine spezifische Hautbedürfnisse angepasst werden. Finde mit unserem Abstrichset heraus, wie deine Haut, was deine Haut benötigt und braucht. Gesunde und klare Haut durch pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Das steht hier auf der Verpackung drauf. Also du bekommst eine Hautcreme, die angepasst ist auf deine Haut. Finde ich gar nicht so schlechter Gedanke, aber ich glaube, für viele ist das so, was soll ich jetzt machen, so wie bei mir. Das braucht etwas Einlesungszeit und ich kann nicht direkt starten. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt nicht so mag. Aber lesen schadet an so einem Tag hier wie heute nicht, ne? Es ist ja eh regnerisch und stürmisch. Kann man ja auch mal so eine Hautanalyse machen. Ein letztes Produkt, was ich mich sehr zu freue, habe ich auch schon in Mengen da. Nämlich ein Bienenwachstuch. Das ist von Bee Skin. Und wir haben hier die Größe M. Und viele fragen mich immer, wenn ich damit irgendwie meine Brote einpacke, ob das danach riecht, schmeckt oder ob ich es sauber bekomme. Ich wasche meine Bienenwachstücher einfach mit Spülmittel ab. Und wenn die riechen sollten, mit ein bisschen Essig. Ich habe sogar so Tüten davon.
Ja, die riechen alle immer so ein bisschen halt nach Bienenwachs, aber das Essen riecht und schmeckt nicht danach. Also wenn du da irgendwie Bedenken hast, ja. Du könntest damit auch deine Schalen einwickeln und ja, Brote, alles Mögliche. Ich finde die gut. Ich mag die sehr, sehr gern. Und bevor ich jetzt mein Fazit zur Box sage, rechne mir das Ganze doch mal eben flink aus, wie viel die Box an Wert hätte. So, ich habe das gute Stück mal zusammengerechnet. Also die Box hätte diesen Monat nur einen Wert von 86,50 €. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, weil sonst ist immer über 100 € Wert drinne. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eine sehr gelungene, schöne, ausgeglichene Box mit Produkten, die ich vor allen Dingen gebrauchen kann. Es bringt mir nicht super teure Produkte etwas, die dann im Schrank stehen und die ich dann nicht verwende und sie auch nicht loswerde. Und hier habe ich das nicht. Ich habe, glaube ich, nur die Bodylotion, wo ich mir denke, so, ist jetzt nichts für mich, aber ich habe viele freuen sich eben dazu. Also eine sehr gelungene Brigitte-Box für den Monat Oktober, November, mega. Ich bin vollkommen happy und freue mich jetzt schon auf die nächste Box. Ich hoffe, dass sie dir hat dir gefallen und mein Unboxing. Wenn es ist, dann lass dem Video gerne Daumen oben da. Vielen lieben Dank dir fürs Zuschauen und ich wünsche jetzt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss!